Hallo ihr Lieben, hier ist die aktuelle Kamera mit Betty Sachs. Betty von Schmitz, ne? Nein, natürlich nicht. Eduard? Wieso war Eduard bei der aktuellen Kamera? Nee, der war der schwarze Kanal. Ja, ich wollte gerade sagen, Eduard von Schnitzler. Ist nicht so der Ossi. Nein, ich bin ja Wessi. Ja, genau. So, ihr Lieben, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Endlich ist es soweit. Wir haben Baerbock's Testauswertung für den Speicheltest. Ich habe das ja vor 2,5 Wochen gemacht, dann eingeschickt. Das hat jetzt 2 Wochen gedauert. Und nun ist die Auswertung da, zwecks ihrer Allergien von Genoline. Oder besser gesagt, Futtermittelunverträglichkeiten. Ne? Ihr seht alles, was ich da rot angetütelt habe. Das sind alles Sachen, worauf sie reagiert. Seite 2 geht's weiter. Ich finde, das geht noch. Also ich bin da nicht entmutigt oder irgendwas. Du musst es gleich mal kurz vorlesen. Mach ich. Und das, was ich nicht angemarkert habe, das wurde dann getestet auf Nährstoffe und Kräuterempfehlungen und Aminosäuren, was man ihr jetzt dann halt gerne noch geben kann, womit man sie unterstützen kann. Hier zum Beispiel bei den Kräutern, ne? Da kann man sich bei dem Online-Shop krauterie.de individuelle Mischungen anfertigen lassen. Ne? Nur so viel dazu, wer von euch diesen Test macht. Das kann man, da muss man nicht in die Abo gehen und von jedem Kraut 500 Gramm sich besorgen und sich alles so selber zusammenrühren. Das ist ja total kompliziert. Da tüdelt man einfach Krauterie an. Ich glaube, man soll vorher anrufen, sagt, was man braucht. Dann wird geguckt, ob was vorhanden ist. Und dann wird eine Mischung fertig gemacht. Kostet irgendwie nicht mal 20 Euro oder irgendwas. So, und dann habt ihr das. Und die Sachen, die man hier noch unterstützen kann, die kann man sich selber besorgen. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Hier hat sie dann auch noch interessant. Eine Steinpilzunverträglichkeit würde ich ja richtig. Das ist ja in fast jedem Futter das drin. Das fütter ich nicht. Dann bei Kohl, Chicorée und Rotkohl, das fütter ich auch nicht. Rucola ist ein bisschen schade, obwohl sie das eigentlich gar nicht bekommt von uns. Dann bei Ölen, zum Beispiel Borretschlammöl, Kokosöl, das ist ein bisschen schade. Leinkuchenflocken, Leinöl, also Leinkuchenflocken ist meistens dieser Leinpresskuchen und Leinsamen, das darf sie alles nicht. Rucola hatte ich schon gesagt, aber die wichtigen Öle darf sie. So, und dann hier bei Fleisch, Büffel, Huhn, Pansen und Schaf. Pansen ist Rind, das zeige ich euch mal. Hier hinten ist so eine ganze Auflistung, total cool, was alles getestet wurde. Ne? Da sieht man bei Fleisch, es wurde Blättermagen vom Rind getestet, zum Beispiel den verträgt sie nicht. Das kann ich euch aus... Nee, Blättermagen nicht, Quatsch, Pansen vom Rind. Den soll sie nicht haben. Rind an sich darf sie, Blättermagen auch. Ich kann mir denken, warum das mit dem Pansen nicht so dolle ist. Weil der Pansen, das ist ja der Magen vom Rind, wo diese ganzen Kräuter und Pflanzen drin sind, die unser Hund auch bekommt, gefüttert bekommt. Und die Rinder, die weiden ja meistens auf den Feldern, ne, wenn man jetzt nicht gerade Bio nimmt, die belastet sind, die mit Glyphosat getränkt sind, vergiftet sind, diese Böden, dann werden diese Rinder schön mit, hatte ich schon mal erzählt, dieser Mais-Silage gefüttert, Genmais, so, der wird dann auch noch chemisch behandelt. Alles landet in diesem Magen und dann nicht im Fleisch. Und ich denke mir, dass diese Empfindlichkeit daher rührt. Also, leider kann ich nicht. Schaf hat sie auch, kann ich also kein Lamm füttern, kann ich also auch keinen Lammpansen nehmen. Das heißt, ich muss auch ausweichen auf Ziegenpansen, aber den gibt es ja auch. Ne? Und ihr solltet halt, wenn ihr füttert, immer wirklich auf die Qualität achten. Es nützt ja alles nichts, wenn man barf, das ist ja schon mal gut, aber wenn man dann verseuchtes Fleisch gibt, ob das mit Antibiotika verseuchtes, behandeltes Fleisch, was weiß ich, ist alles ein Haufen Mist. Das gilt nicht nur für die Tiere, das gilt auch für uns. Ne? Das ist nicht so witzig. Aber ich habe noch gut, was ich ihr halt, genug, was ich ihr noch füttern kann. So ist es nicht. Und das ist ja auch nicht ein Leben lang. Beim Fisch hat sie Kabeljau, Lachs und Co. und so, das geht alles. Ei darf sie gar nicht, beides nicht. Ich glaube, bei Milchprodukten hat sie nur Ziege, was ich gesehen habe. Die fütter ich eh nicht oft. Bei Getreide hat sie Kammut, das fütter ich gar nicht eigentlich. Zucker hat sie Honig. Traubenzucker und Zuckerrübenmelasse, das ist oft in Fertigfuttermitteln drin. Viel Zuckergedöns. Gemüse hat sie ein bisschen mehr, da muss man mal gucken.
Gemüse hat sie Gurke, Paprika, Grün und Spinat. Spinat ist öfter mal irgendwo drin. Obst, Ananas, Banane ist ein bisschen schade, weil sie ja unsere alle hier so eine Bananen-Junkies sind. Feige, Heidelbeeren, dann haben wir die Kokosflocken leider und Pflaume. Aber das hält sich ja alles in Grenzen. Wenn man sieht, wie viel getestet wurde, letztendlich, was dann noch alles geht. Man muss sich immer, man darf sich nicht daran festhalten, was nicht geht. Man muss gucken, was geht. Und das ist wirklich eine ganze Menge. So, und nun werden wir das berücksichtigen. Und ich werde für Sie bei Balf natürlich Sondermischungen machen lassen. Die sehen dann so aus. Ich hatte schon mal eine machen lassen. Hier muss ich aber auch was rausnehmen, weil hier meine ich Kokos drin ist. Das darf sie nicht. Spinat darf sie nicht. Da werde ich nochmal eine neue machen. Das macht nichts. Die anderen können es fressen. Ne? Aber hier war schon mal Hirsch, Pute und Pferdeleber drin. Das darf sie auf jeden Fall. So, und ich werde 4 andere Mischungen machen lassen. Mit den, unter Berücksichtigung mit den Sachen, die sie nicht darf. Das ist das Tolle bei Balf. Das findet ihr nirgendwo. Also ich kenne keinen Futtermittelhersteller nach BAF-Richtlinien, wo du da anrufen kannst und machen kannst und eine gute Qualität hast und ich brauche dies und ich kann das nicht und kann jenes nicht. Sonst habt ihr eure fertigen Tüten, da ist ein Haufen Mist drin, so den könnt ihr den reinschütten oder nicht. Oder ihr weicht dann auf selber kochen oder BAFen. Und beim BAFen kann man das ja auch wunderbar berücksichtigen. Das ist ja kein Problem. Man hat ja ziemlich viele Fleischsorten zur Verfügung. Das ist ja alles kein Thema. Und dann, ja, ne, das werden wir praktisch aus der Ernährung rausnehmen. Und dann wird die kleine Bärbel von mir behandelt. Also ihr könnt euch, wenn ihr sowas machen lassen habt, einen Tierheilpraktiker zu Rate nehmen oder an die Hand nehmen, der vielleicht auch mit der Bioresonanztherapie arbeitet und Allergien ausleitet. Ich mache zuerst eine Entgiftung mit ihr. Das mache ich mit Hilfe von Algen, Gesteinsmehlen, Kräutern und. Man kann es auch noch homöopathisch unterstützen. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Mittelchen, die man geben kann, weil es sind ja Allergien und die haben ja bestimmte Beschwerdebilder. Der eine hat, was weiß ich, leckende Augen, der andere hat andauernd Magen-Darm-Probleme. Wenn man natürlich die Sachen schon weglässt, wird es besser, aber trotzdem muss der Körper entgiftet werden, damit die Ursache, die Gifte, die da drin sind, die Allergene, rauskommen. So, und das macht man über einen bestimmten Zeitraum. Und dann kann man eben noch unterstützen, das Immunsystem aufbauen, indem man ein paar Kräutermischungen nimmt, gerne auch Kolostrum oder. Und kann eben auch homöopathisch nochmal unterstützen, wenn der Hund sich halt viel kratzt, wenn er oder immer ewig Ohrenentzündung hat. Rechtes Ohr ist immer eine Futtermittelunverträglichkeit. Links ist hormonell bedingt. Ne? Solche Sachen, und da kann man homöopathisch unterstützen. Wer Interesse hat an solchen Sachen, weil ich weiß, ihr fragt jetzt wieder, wie macht man das? Das ist aber zu umfangreich für diesen Kanal, das würde jetzt alles sprengen. Ich habe gerade eine neue Ausgabe meiner Hausapotheke gemacht und da waren die Themen sowieso schon drin. Aber da das so viel Zunahme ist in diesem Bereich, habe ich dann nochmal nachgelegt. Ich habe nochmal ein paar Seiten zur Entgiftung dazu geschrieben und auch bei Allergien, wie man was unterstützen kann. Ich kann es ja einmal mal kurz zeigen. Hier zum Beispiel Allergien vorne, was man da machen kann. Da ist natürlich auch eine Kontakt- und Sonnenallergie drin, wie man den Körper mit verschiedenen Sachen unterstützen kann. Mit Probiotika, hier geht es auch nochmal weiter. Das Immunsystem, das ist schon recht viel mittlerweile geworden. Und hinten zum Thema Entgiftung, wo haben wir die denn? Muss ich mal gucken, Seite 36. Wie viele Seiten waren es denn mal? Es waren unter 30 eigentlich, ne? Gestaltet haben wir mit 30, glaube ich. Ja, nee, ich habe das ja schon das dritte Update. 36. So. Hier nochmal zum Thema geht es hier unten dann. Entgiftung mit 2 verschiedenen Ausleitungskuren. Einmal komplett Lebernieren also speziell Leberniere und dann aber auch nochmal Magen-Darm hinten ran. Ne? So, kann ich nur empfehlen. Es nützt ja alles nichts, nur das Futter umzustellen. Ne? Und hier habe ich auch nochmal homöopathische Empfehlungen. Darf ich ja gar nicht sagen. So, mit dem neuen
Tierarzneimittelgesetz. Wisst ihr? Und so weiter und so fort. Steht auch hier drin, warum, weshalb, wieso. So, wer da Fragen, Interesse hat und so weiter, kann sich hiermit gut behelfen, ihr Lieben. Ich berate natürlich auch gerne, aber das kann ich jetzt auch nicht mehr für lau machen. Da finde ich es natürlich sehr schön, wenn da ein Energieausgleich kommt. Die Hausapotheke bekommt ihr gegen einen Gutschein von Amazon im Wert von 25 Euro. Und Beratung, wenn ihr Beratung oder irgendwie was braucht, dann müsst ihr uns direkt anschreiben per PN. So, und wer dann Futter braucht und nicht barfen möchte, lässt sich eine Mischung bei Balf zusammenstellen. Also es ist wirklich ein Traum und das ist auch wirklich gute Qualität. Die Besitzerin ist selber Hunde- und Katzen-Ernährungsberaterin, genau, nach Swanee Simon, also nach der Barfgöttin. Die weiß also auch, was sie tut und kann euch da auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn Fragen sind. So, und dann werden wir das unserem Bärbchen mal zugutekommen lassen. Also, Test bei Genoline. Könnt ihr ja mal mühlen auf der Seite, oder Olli, möchtest du das nochmal mit dranhängen, wie ich den Test gemacht habe? Ich hänge den Link mit dran. Ja, Olli hängt das nochmal mit dran. Da zeige ich halt, wie man diesen Speicheltest macht und wie das alles aussieht. Sehr schön, ihr Lieben. Das war's aus dem Hause Bunte Zwergdackel. Tudelu.